Mein Name ist Theater, Überbringerin des Morgens. Ich bin eine Chickasaw und eine Geschichtenerzählerin. Und das ist meine Geschichte. Es gibt Pferde in vielen Farben. Hellbraun, dunkelbraun, schwarz, weiß. Und dennoch sind sie alle Pferde. Es gibt Vögel in vielen Farben. Rot, blau, grün, gelb. Und dennoch sind sie alle Vögel. Genauso ist es bei Rindern. Bei allen Lebewesen. So ist es auch bei den Menschen in diesem Land hier. Wo alle Indianer waren, gibt es Menschen jeglicher Hautfarbe und trotzdem sind sie alle Menschen. Dass das geschehen würde, war der Wille des großen Geistes. Und hiermit verspreche ich, als ordnungsgemäß gewählter Gouverneur der Chickasaw-Nation feierlich, dass jeder Mann, jede Frau, jedes Kind 130 Hektar Land erhalten wird. Mein ganzer Stolz... Onkel Doug! Onkel Doug! Und das Bestreben meines Lebens bestehen darin, zu helfen und für Glück und Wohlstand unseres Volkes zu sorgen. Ich freue mich, die Glückwünsche unseres Beschützers, der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, entgegennehmen zu dürfen. Yeah! Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Eugene, bereite schon mal den Wagen vor, okay? Mary Frances, dein Daddy und ich veranstalten ein Fest zu Ehren deines Onkels. Da will ich auch hin. Das ist ein Fest für Erwachsene. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Also, du fährst mit deinem Bruder mit. Er und Selina passen auf dich auf. Und du hilfst dabei, die kleine Gladys zu Bett zu bringen. Keine Widerrede. Und wehe, wenn du wegläufst. Hallo, Marie. Hörst du? Wo bin... Mary Frances! Was ich dich schon lange mal fragen wollte. Wie ist es jetzt mit dem Schatzmeister? Hallo. Ich verstehe leider nichts von Politik. Das ist richtig. Du bist ein ehrlicher Mann. Hey, 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 nicht so schnell. Wo willst du denn hin, du kleiner Wirbelwind? Hallo, Onkel Doug. Mary Frances. Störe bitte den Gouverneur nicht. Nein, ist schon in Ordnung. Kannst du ein Gesetz erlassen, damit ich auf das Fest darf? Es ist schwer, einem so charmanten Fräulein einen Wunsch abzuschlagen. Aber du würdest dich da nur langweilen. Lass uns deinen Bruder suchen und höre auf, herumzurennen. Aber Mom! Nein. Dein kleines Mädchen ist was ganz Besonderes. Ja. Bei dem, was wir in diesem Gebäude machen, geht es darum, ihre Zukunft zu sichern. Dann braucht ihr einen guten Schatzmeister. Dein Büro ist im ersten Stock, das mit deinem Namen an der Tür. War alles mit Wasser bedeckt. Das einzige Leben waren ein paar kleine Tiere, die in großen Mengen mit der Strömung weitergetragen wurden. Ganz unbewusst ließ der Krebs sich in den großen Ozean spülen. Täglich versuchte er, den Grund zu erreichen, und am vierten Tag schaffte er es. Er baute einen großen Kamin, der nach oben bis über die Wasseroberfläche ragte. Der Schlamm, der aus dem Quoll, verteilte sich und es entstand eine neu geformte Erde. Dieser Schlamm erlaubte es den Chickasaw und den Choctaw zusammen mit all den Tieren auf dieser neuen Oberfläche der Erde zu leben. Thank you.
Kannst du sie hinlegen? Ich habe das Essen auf dem Herd. Abbas, was ist denn los, kleine Maus? Wo ist Gladys? Schläft sie noch? Ja. Hast du Mary gesehen? Ist sie noch nicht aus der Schule zurück? Nein. Was ist mit den Eiern? Mrs. Bernstein hat damit bezahlt. Schon wieder? Thomas, wir haben doch unsere eigenen Hühner. Wir haben genug Eier. Sie hat ein weiteres Maul zu stopfen. Sie hat es schwer. Wie war's im Büro? Wenig Bargeld. Im Laden oder im Land? Beides. Johnston möchte den Bauern eine Gebühr für das Weiden auf unserem Land zahlen lassen. Das wird doch Zeit. Er will in Washington für die Freigabe unserer finanziellen Mittel zum Bau von Schulen Gut, sorgen. Gut, die Schule ist der einzige Weg für unsere Kinder, aus ihrem Leben was zu machen. Ich hoffe, es gibt Zinsen auf das Geld. Ah, da kommt unser Wirbelwind. Wo warst du? Ich hab dem Getreide beim Wachsen zugehört. Deine Hände sind so dreckig. Wo sind deine Schulbücher? Ich kann mit den Büchern nicht laufen. Ohne sie kannst du nicht lernen und deinetwegen kommen wir jetzt zu spät. Darf ich mit? Nein, du gehst zu deiner Schwester. Bei Selina ist es langweilig. Ich möchte mit euch mitkommen. Du bist noch zu jung. Aber ich bin schon 10 Jahre alt. Wie alt? Wie die Finger an meinen Händen. Daumen mit eingeschlossen? Ja. Okay, dann. Mach dich fertig. Okay. Sie ist bereit. Wir sind alle Funken von Abba Benili, dem Geist des Feuers. Er verstreut uns hier und da, um Licht zu machen. Und wenn wir sterben, sammelt er uns auf und vereint uns zu einem großen Feuer, um uns so das Haus von Abba Benili zu zeigen. Niemandem ist es erlaubt, zwischen dem Ältesten und dem Feuer zu sein. Niemals. Ishna Kochi Konopa, Ishanoli. Es tut mir leid. Was hat er gesagt, Daddy? Ishna Kochi Konopa, Ishanoli. Was können wir für Sie tun, Johnston? Die Fonds, die Sie treuhänderisch verwalten, müssen Sie für das Volk der Chickasaw freigeben, damit wir sie in Bildung investieren können. Ah, darum geht es dem Gouverneur also. Ihr wollt noch mehr Geld von der US-Regierung. Ich versuche damit, meinen Leuten zu helfen. Und wir versuchen, eine Nation zu schaffen, von der Ihre Leute hoffentlich ein Teil sein werden. Nachdem sie sich integriert haben. Sie verstehen. Wenn man sie nicht schlagen kann, kann man sich ihnen auch anschließen. Das führt mich zu einem anderen Thema. Das Gesetz über indianische Verstöße. Und gegen was verstoßen wir Indianer Ihrer Meinung nach, Senator? Wir können hier in Amerika solch ein anstößiges Verhalten beim besten Willen nicht dulden. Anstößiges Verhalten? Heidnische Tänze mit heilerischen Ritualen. Wir wollen kein Hokuspokus. Ach, kommen Sie, Johnston. Wollen Sie Ihre Leute nicht aus den dunklen Zeiten herausholen? Stellen Sie sich vor, eines Tages werden sich die Indianer unter einer guten Regierung genauso verhalten und aussehen wie der weiße Mann. Eine Nation unter den Augen Gottes und nicht verschiedene Nationen mit verschiedenen Göttern. Senator Judd, wir setzen uns seit mehr als 350 Jahren mit dem weißen Mann auseinander. Wir kleiden uns wie der weiße Mann, gehen zur Kirche, schicken unsere Kinder zur Schule und die sind vielleicht sogar besser als im Rest der Vereinigten Staaten. Wir haben alles getan, worum uns die US-Regierung gebeten hat.
Im Gegensatz dazu bitten wir lediglich darum, dass Sie unsere Fonds freigeben, damit wir für unsere Menschen sorgen können. Wir gründen ein Gremium, das sich mit dieser Angelegenheit befasst. Oh ja, das machen wir, sobald wir die Regierungsgeschäfte wieder aufnehmen. Wir sind ein geduldiges Volk. Wir werden bekommen, was uns zusteht, auch wenn es 100 Jahre dauern wird. Guten Tag, Gentlemen. Ein guter Rat von mir, Gouverneur. Schließen Sie sich dem Unternehmergeist der Amerikaner an. Warten Sie nicht auf Almosen. Nein, lassen Sie Ihr Volk aus eigenem Antrieb selbst hochkommen und sich der Zukunft anschließen, wie wir es gemacht haben. Ich versichere Ihnen, Sir. Mein Volk braucht keine Nachhilfe in Bezug auf harte Arbeit oder Entschlossenheit oder wie man von der Landwirtschaft lebt. Guten Abend. Nun, es lief, wie wir es erwartet hatten. Bei allem, was mir heilig ist, was wollen Sie von uns? Dass es uns nicht gibt. Das zieht sich durch unsere gesamte Geschichte. Wir müssen wahrscheinlich aus dem Verwaltungsgebäude ausziehen. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Es geht nicht nur um uns. Eine Menge Menschen haben auf dieses Leben gesetzt. Wir müssen uns was einfallen lassen. Mein Daddy erzählte Geschichten von unserem Vater Tränen, wie wir 1837 auf unserem neuen Land ankamen, das Indianergebiet genannt wurde. Es waren schwere Zeiten. Aber wie mein Daddy immer sagt, die Chickasaws werden niemals aufgeben. Aber Leben bedeutet Veränderung. Und genau das passierte 1906. Wir standen vielleicht vor unserer größten Herausforderung. Sie lösten unsere Regierung ab und ersetzten sie durch ihre eigene. Der neue Staat hieß Oklahoma. Als die Erde noch ganz jung war, gab es nur einen Menschen auf ihr. Der große Geist sah, dass er einsam war und sandte ihm einen Sohn. Sie gingen auf der Erde spazieren und es gefiel ihnen. Aber es war zu kalt. Es gab keine Bäume und keine Blumen, um die Welt zu verschönern. Eines Nachts hatte der junge, mutige Mann einen Traum. Und er erzählte seinem Vater, dass durch ein Opfer auch die Schönheit auf die Erde kommen würde. Ich opfere mich dem großen Geist, sagte der Sohn. Und aus seinem Grab entsprang die erste Kiefer. Und daraus entstanden all die anderen schönen Bäume. Ich hab gelesen. Wir beeilen uns lieber. Mom sagt, sie wirft das ganze Essen weg, wenn es kalt wird. Mit Senator Judd als Kommissionsvorsitzenden versuchen sie jetzt hart durchzugreifen. Indianische Verstöße. Die Leute haben Angst vor dem, was sie nicht kennen. Kommt rein, ihr drei. Ja, Daddy! Geht euch waschen. Ja, Mom. Gladys, hol die Rouladen aus der Küche. Ja, Mom. Kommt, setzt euch. Die Köchin sagt, wenn ihr nicht reinkommt. Ja, die Köchin sagt, sie wird alles wegwerfen, wenn es kalt wird. Und Gott, wir bitten um Schutz und Beistand für diese Familie und für unser Volk. Amen. Amen. Also, Mary, wann beginnt das College? Also, ich, Du möchtest auf das Oklahoma College für Mädchen in Chickasha gehen? Wir waren darauf vorbereitet, das Schulgeld zu bezahlen, aber jetzt kriegt sie ein Stipendium für Kunst. Mir wäre es lieber, wenn sie in der Nähe bleiben würde. Ihre älteren Brüder und ihre Schwester. Ganz normal.
Stimmt es, dass weitere Leichen der Lusitania gefunden wurden? Unglücklicherweise gibt es immer noch mehr als 1200 vermisste Passagiere. Einer von ihnen ist Charles Frohman. Und für alle, die das Schluchzen meiner Seele in seiner dunkelsten Stunde hören, ich hinterlasse euch meine unbekannte Zukunft, die weit von den Sternen zu euch kommt. Mary, wo hast du das gelernt? Vom Frohman-Theater, das in der Stadt spielte. Sie kann das ganze Stück auswendig. Stimmt's, Mary? Ja. Könnte es sein, dass es heute Unterhaltung als Nachtisch gibt? Mhm. Nutzlose Schönheit. Immer sinnst du nur, dich auf verliehene Schätze zu verwenden. Doch das nichts geht ist verschenkt. Vorbei. Es leiht nur die Natur freigebig denen, die freigebig spenden. Mary? Ja? Nimm den Korb und bringe ihn zu den Brewsters. Wieso muss ich da hingehen? Weil sie 8 Mäuler zu stopfen haben und arm wie Kirchenmäuse sind. Nun, sie haben 8 Mäuler. Dann haben sie vermutlich auch 16 Füße. Mary. Verschwindet von meinem Grundstück! Ich habe es satt, dass ihr mein Wasser trinkt und mein Gras niedertrampelt! Sieh mich an! Wusste ich nicht schon. Zum letzten Mal, hör auf, in deiner Sprache zu antworten. Du verstehst genau, was ich sage. Ich möchte, dass ihr von meinem Eigentum verschwindet. Ihr Indianer seid alle gleich. Ihr denkt, es sei euer Land. Verschwindet von meinem Land! Mann, da kommt jemand! Hey! Ist deine Mutter zu Hause? Kannst du mich verstehen? Ah, was hast du vor? Du willst mich doch nicht erschießen. Ah, oh, oh, oh. Hier. Sag Bertie, dass wir dankbar sind. Mhm. Möchtest du einen Kaffee? Vielen Dank, Ma'am, aber ich muss wieder nach Hause. Mhm. Es ging uns nicht immer schlecht. Es sind schwere Zeiten. Ich hoffe, es wird wieder besser. Los, kommt, Jungs. Lasst uns was essen. Kommt schon. Was ist denn los? Thomas! Was ist geschehen? Sie haben nur miteinander gesprochen. Wer? Wer? Mary. Der Älteste. Der Älteste? Der Älteste und ein weißer Mann. Wo? Mary? Wo ist er? Auf dem Weg zum Edenfall. Es ist alles gut. Nicht weit vom Vor entfernt. Nein, Tibi, nein. Nicht jetzt, Bertie. Tibi nicht! Du lässt sie nicht raus. Sie bleibt hier zu Hause. Du bist verletzt. Du blutest ja. Der Sheriff hat gesagt, dass er das Grundstück widerrechtlich betreten hat. Sie haben ihn also erschossen? Jedes Mal, wenn ein Indianer eine Auseinandersetzung mit einem Weißen hat, gewinnt der weiße Mann. Jedes Mal. Sie hätte nicht alleine da draußen sein sollen, Bertie. Sie darf nirgendwo mehr alleine hingehen. Sie muss
zu Hause bleiben, wo ich für ihre Sicherheit sorgen kann. Wo sie sicher ist. Sorgen Sie dafür, dass sie ein Taxi bekommt, wenn sie angekommen ist. Ja, Sir, ich kümmere mich. Sie fährt zum ersten Mal alleine zurück. Keine Sorge, Sir. Für Mädchen. Sie gehen also auf das College? Ich habe dort noch nie ein indianisches Mädchen gesehen. Sie sind doch Indianerin. Zu meiner Zeit gab es diese Möglichkeit noch nicht. Ein Viertel Choctaw war schon genug, um es in der Welt des weißen Mannes schwer werden zu lassen. Junges Fräulein, machen Sie das Beste daraus. Sie tun es für uns alle. Ich bin Carla Bennett, deine Mitbewohnerin. Schokolade. Mary Frances Thompson. Ja, wirklich. Und das sind meine Freundinnen. Ich bin Margaret. Hi, ich bin Mary, Mary Thompson. Sie ist meine Mitbewohnerin. Es ist schön zu sehen, dass die Schule alle annimmt, nicht wahr? Ja, dafür sind wir Indianer sehr dankbar. Ich freue mich, dass du hier sein kannst. Wenn dir irgendwas fehlt, unser Zimmer ist ganz hinten auf der rechten Seite. Warum sehen wir nicht mal nach, ob Wendy schon da ist? Kommt, lasst uns vorgehen. Atakasputama, ho, ho, minti. Vielen Dank für all deine Briefe, Mom. Bei all den aufregenden Dingen, die das College zu bieten hat, habe ich kaum Zeit, sie zu beantworten. Alle hier akzeptieren mich und heißen mich willkommen. Ich habe so viel gelernt. Bei all dem Unterricht, meinen neuen Freundinnen und den vielen gesellschaftlichen Verpflichtungen habe ich wenig Zeit für mich. Sagt Daddy liebe Grüße von mir. Ich freue mich so sehr, dass es dir gut geht, Mary. Hier ist auch alles wunderbar und der liebe Gott meint es gut mit uns, denn es ist ein weiteres Baby auf dem Weg. Wenn es ein Junge wird, nennen wir ihn nach deinem Vater, Thomas Benjamin Jr. Gehe nicht auf zu viele Partys. Du bist dort, um zu lernen. Amüsiere dich weiterhin, aber denke auch an deine Noten. In Liebe, deine Mom. Du
kannst dich mit ihnen unterhalten. Meine Aussprache ist noch verbesserungswürdig. Und was hat das kleine Vöglein gesagt? Es musste das Nest verlassen und deshalb wunderte es sich. Natürlich. Das ist der einzige Weg, das Fliegen zu lernen. Ich bin Miss Davis. Mary Frances. Wieso hast du dich nicht für meinen Unterricht eingeschrieben? Was machst du stattdessen? Das ist meine einzige Freistunde. War deine einzige Freistunde morgen im Theaterraum. Im Theaterraum? Er ist im Keller. Du wirst ihn finden. Und wie heißt der Kurs? Ausdruck. Guten Morgen, Mädchen. Guten Tag, Miss Davis. Also, ich denke, Sie arbeiten alle an Ihren Monologen, um uns hier im College zu überraschen. Und wie viele möchten ernsthaft nach dem Abschluss einer Bühnenkarriere nachgehen? Also, ich habe das Gefühl, es ist meine Pflicht, Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Absolventen vom Schauspiel leben kann. Und heute werden wir uns über diejenigen unterhalten, die das geschafft haben. Wer ist Ihre Lieblingsschauspielerin? Sarah Bernhardt. Ja, über Sarah Bernhardt sagt man, sie sei die berühmteste Schauspielerin, die es je gab. Und ich finde das sehr zutreffend. Aber wussten Sie auch, dass sie im Laufe ihrer Karriere ein Bein verloren hat? Und trotzdem setzte sie ihren brillanten Werdegang fort, ohne große Hilfe und ohne eine Prothese. Das Schicksal nahm ihr ein Bein. Aber es nahm ihr nicht, was in ihr steckte. Die Leidenschaft, die Fähigkeit, sich auszudrücken. Das ist es, was euch von der Masse unterscheidet. Der Charme ist entscheidend. Die Schönheit verblasst. Aber eine Frau mit Überzeugung ist unsterblich. Also, was haben Sie zu sagen? Welche Geschichten haben Sie zu erzählen? Das möchte ich von Ihnen wissen. Darum geht es in diesem Unterricht. Sie können es schaffen, jede von Ihnen. Willkommen. Und jetzt sprechen wir über Sarah Bernhardts umstrittenste Rolle. Hamlet. Sie spielte die Hauptrolle. Ja, eine Frau kann die Rolle eines Mannes spielen. Und das viel überzeugender, als ein Mann die Rolle einer Frau spielen kann. Das versichere ich Ihnen. Warum wage ich zu denken, dass ihr mich versteht? Ja, ihr, die ihr das Schluchzen meiner Seele in seiner dunkelsten Stunde hört. Ich hinterlasse euch meine unbekannte Zukunft, die vom Himmel, von den Sternen zu euch kommt. Das war großartig. Froman, habe ich recht? Ist das der Monolog, den du vortragen wirst? Nein, wahrscheinlich Shakespeare. Und du? Shakespeare. Muss jeder einen Monolog vortragen? Da gibt es kein Entkommen. Oh ja. Ich könnte dich begleiten, wenn du willst. Mit dem Klavier. Mach ich gern. Wirklich? Klar, das könnte den dramatischen Ausdruck erhöhen. Woher kommst du? Ich wurde in Emmet geboren. Das ist ein kleiner Ort, von dem du vermutlich noch nie was gehört hast. Meine Familie lebt jetzt in Tishmingo. Ich kenne Tishmingo. Du bist dann also eine Chickasaw. Kennst du irgendwelche Indianergeschichten, irgendwelche Mythen und Legenden? Ich meine das ernst. Ich weiß nichts. Ich weiß nichts über die Indianer. Außer den dämlichen Sprüchen, die mein Vater ständig von sich gibt. Ach komm schon, bitte. Du musst mir eine erzählen. Bitte. Bitte, bitte. Mein Vater erzählte mir immer die hier. Die Bühne gehört dir. Der Schöpfer der Welt machte alles so, wie er es wollte. Aber eines Tages sah er herab
und sah ein Kaninchen, das vor Kälte zitterte. Das Kaninchen wollte so nicht sein. Also begann es ein kleines Lied zu singen und einen Tanz aufzuführen, um damit dem Erschaffer so zu zeigen, wie es sein wollte. Deren Strahl entzückt. Wie wurden sie so hell? Durch Tränen? Nein, sonst müssten meine ja noch heller sein. Nein, ich bin ungestalt wie wilde Bären, dass Tiere sich voll Schrecken von mir kehren. Oh, entschuldigen Sie bitte. Hi, Miss Davis. Bitte, machen Sie weiter. Ich habe mir nur überlegt, was ich im Unterricht vortragen könnte und dachte an... Den Sommernachtstraum, das war sehr gut. Danke. Wissen Sie, Mary, ich gebe diese Monologe seit vielen Jahren auf und jeder macht Shakespeare. Einfach jeder. Sie sind die erste Indianerin, die auf diesem College angenommen wurde. Und das ist kein Hindernis. Das ist ein Vorteil. Was könnten Sie mir zeigen, was ich noch nicht gesehen habe? Was können Sie darstellen, was all die kleinen Zuckerschnecken nicht zu bieten haben? Genau das möchte ich von Ihnen sehen. Bis später. Danke, Miss Davis. Solltest du mich nach all diesen Legenden und Traditionen fragen, würde ich antworten und sie dir erzählen. Von dem Vogelnest im Wald, von dem Hufabdruck des Bisons, vom graziösen Flug des Adlers. Hör dir diese indianischen Legenden an. Wie ein Todesnetz, das zwischen dem untergehenden Mond und der aufgehenden Sonne gesponnen wurde, singt unsere Herrlichkeit wie der untergehende Mond. Die Rasse des Roten Mannes wird bald verschwunden sein. Denn Füße werden stolpern, wo das Netz gesponnen wurde. Denn für uns wird es weder die Dämmerung noch die aufgehende Sonne geben. Wir haben weder Dämmerung noch die aufgehende Sonne. Das war einfach toll. Erzählen Sie mir, was Sie jetzt vorhaben.
Ich würde gern weiter studieren und dann vielleicht nach New York gehen. An dem Broadway? Wow. Ich glaube, ich hätte genau den richtigen Start für Sie. Carnegie? Das Carnegie College, meine alte Universität, das beste Theaterensemble der Welt. Ja, ich weiß. Aber Sie werden mich niemals nehmen. Ich kann mir das nicht leisten. Nein, alles zu seiner Zeit. Ich habe meine Empfehlung zusammen mit Ihrer Bewerbung eben erst weggeschickt. Sie enthält auch ein paar Ausschmückungen, von denen ich hoffe, dass Sie sie mir in diesem Sommer erfüllen werden. Wann geht Ihr Zug? 14.30 Uhr. Perfekt. Also genug Zeit, um einen sehr guten Freund von mir zu treffen. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Entschuldigt bitte, eine kleine Pause. Sie müssen Mary Frances sein. Ich bin Thurl Jorans und das hier ist die Chautauqua-Tour. 32 Städte an 40 Abende. Das bildet, das ist Unterhaltung, das ist Spaß für die ganze Familie. Und es ist die amerikanischste Sache in unserem großen Amerika. Aber, wie ich Miss Davis sagte, ich brauche einen indianischen Vortrag. Ich brauche Sie. Interesse? Das wäre wundervoll. Wann soll's losgehen? Jetzt. In diesem Sommer? Ah, meine Liebe. Es gibt nichts außer der Gegenwart oder der nahen Zukunft, nicht wahr? Nehmen Sie Platz. Mein Bein. Vor ein paar Jahren reiste ich auf der Suche nach neuer Musik mit einem Planwagen nach Westen. Plötzlich gab es einen Schneesturm und die Welt wurde weiß. Man konnte die eigene Hand nicht mehr vor Augen sehen. Und kurz darauf steckte ich in einer Schlucht fest. Mein Bein war gequetscht und ich lag unter dem Wagen. Ich konnte mich nicht bewegen und war dem Tod überlassen. Ich lag da und wurde immer wieder bewusstlos. Da hörte ich plötzlich Musik. Eine fremdartige Musik. Trommeln, Rasseln und Tamburins und diese wunderbaren Rhythmen, die ich zuvor noch nie gehört hatte. Die Musik schien immer lauter und lauter zu werden. Und dann die Stille. Ich erwachte in einem Meer von warmen Leintüchern. Der Raum wurde durch ein Feuer erhellt und ein indianischer Medizinmann strich über meinen Kopf. Er hatte getan, was er tun musste. Er hatte mein Bein amputiert. Aber dadurch hat er mir das Leben gerettet. Die Musik. War sie wirklich da? So wirklich wie das Leben selbst. Die Musik, die ich hörte, war die Musik der Geister, die gekommen waren, um mir das Leben zu retten. Und seit diesem Tag machte ich es mir zur Lebensaufgabe, die Musik der Indianer zu den Menschen überall hinzubringen. Also, was sagen Sie? Habe ich meinen indianischen Vortrag? Und darf ich meine Klavierspielerin mitbringen? Einverstanden. Willkommen im Team. Da ist sie. Mom! Daddy! Sieh dich an, so erwachsen. Hi, Mom! Ich weiß, dass du eben erst zurück bist, aber ich habe bereits mit der Schule gesprochen. Und sie suchen eine Lehrerin. Das ist großartig, Daddy. Lass uns zu Hause darüber reden. Wie war das? Carnegie ist am anderen Ende des Landes. Bist du nicht schon gebildet genug? Lass uns darüber reden, wenn sie angenommen ist. Ich werde angenommen. Ich möchte nicht, dass du dir zu große Hoffnungen machst. Für Leute wie uns sind manche Dinge etwas schwieriger. Du meinst, weil wir Indianer sind? Das ist kein Hindernis, Mom. Das ist ein Vorteil. Ich kann mir das nicht leisten. Also, vielleicht kann ich es. Wanderzirkus auftreten. Mom, sprich
sprich mit ihm. Es ging ihm in letzter Zeit nicht so gut und der Gedanke, dass du da draußen in der großen, weiten Welt... Er möchte, dass ich hier bleibe und Lehrerin werde und wie eine nette, normale Person... Es ist Person. Nicht schlecht, nett und normal zu sein. Du wurdest erzogen, deinen eigenen Willen zu haben und dem zu folgen, was Gott dir weist. Und wenn das bedeutet, quer durchs Land zu ziehen und auf die Bühne zu gehen, gut. Dann machst du dich am besten auf den Weg. Okay? Mhm. Okay. Vor vielen Jahrhunderten, vor dem Weißen Mann, suchten unsere Leute, rastlos und müde, verzweifelt nach einem Ort, den sie ihre Heimat nennen konnten. Und in der Nacht, nach jeder langen Reise, steckten sie einen heiligen Pfahl in die Erde, der direkt zum Himmel zeigte. Jeden Morgen zogen sie in die Richtung weiter, in die er sich geneigt hatte. Sie reisten so lange weiter, bis er sich nicht mehr neigte. Uns hat der Pfahl nicht hierher gebracht. Der Weiße Mann hat uns gezwungen, hierher zu gehen. Aber jetzt ist das hier unser Zuhause. Und wir müssen nicht mehr umherreisen. Und du musst das auch nicht. Ich liebe diese Geschichte, Daddy. Genau deshalb muss ich gehen. Damit ich unsere Geschichten erzählen kann. Wie ist dein Künstlername? Mary Frances Thompson ist der Name meiner Tochter. Nicht der einer Künstlerin. Und wie Onkel Duck sie immer genannt hat? Ayugle Ahoy? Oh nein, Mom. Die Leute müssen ihn aussprechen können. Wie hat Tante Mary sie genannt, als sie ein Baby war? Theater. Theater? Ich finde das gut. Was heißt das? Überbringer des Morgens. Das ist perfekt. Sie nannte dich so, weil du jeden Morgen bei Sonnenaufgang stundenlang geschrien hast und niemand dich beruhigen konnte. Ich finde, sie war schlimmer als ein verdammter Hahn. Ja. Kam, um Ababinili zu besuchen. Hört euch die Geschichte an, die mein Großvater meinem Vater erzählt hat und mein Vater mir weitergab. Ist eine sehr alte Geschichte. Der Sommer war strapaziös,
aber ich fühlte mich so lebendig wie nie zuvor. Nach meiner letzten Vorstellung traf ich mich mit einer Seminolin. Und sie fragte mich, ob ich auch die Geschichten ihres Stammes erzählen könnte. Worte verbreiten sich schnell. Und überall, wohin ich komme, treffe ich mich mit verschiedenen Stämmen. Sie teilen ihre Geschichten mit mir, damit ich sie der ganzen Welt erzählen kann. Groß. Und in den Straßen ist viel los. Ich werde auch mal dahin reisen. Was? Dieser Mann, wann wird er endlich aufhören? Warte mal, jegliche Form indianischer Rituale werden verboten? Traditionelle Gegenstände dürfen nicht verkauft werden? Ist das so? Theoretisch, nicht in der Praxis, so sagen sie es. Carnegie. Haben sie dich genommen, Mary? Hey! Abgelehnt. Du wagst es, dich darüber zu freuen? Das hätte ich mir niemals träumen lassen. Aber ich glaube, das ist ein Zeichen. Das Schicksal hat gesprochen. Mom? Ja, Liebes? Kannst du mich bitte zum Bahnhof fahren? Warte, nein. Mary Frances, wo willst du denn hin? Darf ich auch mit, Daddy? Nein, du gehst nirgendwo hin, kleines Fräulein. Wann wirst du es endlich lernen? Eine Thompson lässt sich nicht unterdrücken. Bertie! Komm, Liebling. Los, komm. Bis später, Daddy! Hey, wartet! Ich bin hier der Mann im Haus! Zu Mr. Stevens, bitte. Haben Sie einen Termin? Ja, ich habe ihm ein Telegramm geschickt. Ihr Name? Theater Thompson. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Miss Thompson? Ja, Theater Thompson. Ja, ich nehme an, Sie haben unseren Brief erhalten. Ja, und ich dachte, ich kriege die Chance für einen Auftritt. Einen Auftritt? Nun ja, die Einschreibung ist leider beendet. Sie können es im Frühjahr wieder versuchen, okay? Wo geht's zur Bühne? Da lang. Jetzt warten Sie mal einen Moment. Sie können ihr doch nicht zeigen, wo die Bühne ist. Miss, warten Sie! Warten Sie! Miss, bleiben Sie stehen! Ich bitte Sie! Wir bereiten hier eine Produktion vor! Mr. Stevens, ich habe 1117 Meilen zurückgelegt, um herzukommen. Ich hätte wirklich gerne die Möglichkeit, hier bei Ihnen vorzusprechen. Ich kann das nicht alleine entscheiden. Es gibt ein Komitee. Und wie lange würde es dauern, Sie alle hierher zu holen? Geben Sie mir 10 Minuten. Danke, Sir. Der Kreis der Erde ist der Deckel einer großen Trommel. Im Laufe des Tages wächst er aufbrausend nach oben. Ich glaube, Sie sind im Theater. Wer ist der Trommler? Wer haut auf die lebendige Erdtrommel?
Wer ist der Trommler? Wer lässt mich zu diesem Lied tanzen? In Ordnung? Ich denke, wir finden einen Platz für Sie. Wieder eine Postkarte von Mary. Sie ist schon fast ein Jahr weg. Sag mir, dass sie nach Hause kommt. New York City. Sagt Daddy, er soll sich keine Sorgen machen. Miss Davis vermittelte mich in den Free Arts Club, ein Sprungbrett für Schauspielerinnen. Und sie organisiert private Vorstellungen für mich, damit ich mein Einkommen habe. West End Avenue ist? 10 Häuser weiter, da lang. Danke. 10 Häuser. Hier, bitte. Danke. Hi. Hallo, mein Name ist Mary. Es wird auch langsam Zeit, dass du kommst. Margaret, was machst du denn hier? Ich lebe hier. Als Miss Davis mir erzählte, dass du kommst, habe ich Platz gemacht. Für dich. Ich bringe sie nach oben. Danke. Danke. Vielen Dank. Tada! Oh, wie schön. Das ist perfekt. Oh. Oh, wow. Und was machen wir jetzt? Ausruhen. Du hast morgen viel vor. Theater. Wie auch immer. Mein Herz hält das nicht länger aus. Du warst wie... Die Nächste. Die Nächste. Sklave, gottverlassener Schurke, mieser Hund. Du bist so gemein. Gut. Danke. Wir melden uns bei Ihnen. Haben Sie meine Adresse und meine... Wenn Sorgen kommen, kommen Sie nicht allein. Sie brechen auf ein... Oh, hallo. Hi, ja, ja, kommen Sie rein, kommen Sie. Stellen Sie sich dahin. Pocahontas, bevor wir anfangen... Würden Sie das anziehen? Sie zuerst. Hey, wie ist das gelaufen? Das Kostüm hat nicht gepasst. Und wie war dein Stück? Oh, der beste unbezahlte Auftritt, den ich je hatte. Ich muss jetzt zu meinem Bezahlten ins Theater. Ich bin jetzt seit fast einem Jahr hier und nichts ist passiert. Mir geht langsam das Geld aus. Ich sehe nach, wann ein neues Stück vorgesehen ist. Ich danke dir.
Miss Davis hat für nächste Woche 4 private Vorstellungen gebucht. Damit wirst du doch einiges verdienen. Aber ich bin hier, weil ich zum Broadway will. Hey. Nicht aufgeben. Irgendwann schaffst du den Durchbruch. Und wenn ich daran zerbreche? Du bist unzerbrechlich. Bis später. Bye. Es war einmal eine junge Magd. Sie lebte in einem wunderschönen Fluss. Eines Tages blickte sie in den Fluss und betrachtete ihr Spiegelbild. Oh ja, sagte sie. Ich bin schön genug für jeden Mann. Und ging ganz langsam das Ufer entlang. Ist jemand hier, der eine Frau haben möchte? Und einer antwortete: Ja, ich möchte eine Frau. Ja, ich möchte eine Frau. Aber worauf schlafen wir, wenn wir zusammenleben? Wir schlafen auf Heu. Oh, ich könnte niemals auf Heu schlafen. Das ist viel zu rau für ein schönes Mädchen wie mich. Sie ging also weiter den Fluss entlang und rief erneut. Ist hier irgendjemand, der eine Frau sucht? Und jemand antwortete: Ich suche eine Frau. Worauf werden wir schlafen, wenn wir zusammenleben? Wir werden auf Samen schlafen. Oh, das klingt gut. Sie war so glücklich und froh mit ihm. Und er war so froh mit ihr. Und zusammen flogen sie das Flussufer entlang. Denn sie waren die ersten Vögel des Frühlings. Theater! Würden Sie ein paar Fragen beantworten? Natürlich. Von welchem Stamm kommen Sie? Ich bin eine Chickasaw, mein Vater ist ein Chickasaw und meine Mutter hat deutsche Wurzeln. Dann sind Sie eine halbe Chickasaw. Nein, Ma'am. Mein Herz und meine Seele sind zu 100% Chickasaw. Sind solche Vorträge in Bezug auf das Ordnungswidrigkeitengesetz für Indianer nicht strafbar? In der Bibel steht, Gottes Worte schenken den Lebewesen die Welt. Wir Chickasaw glauben, dass seine Worte uns als Lieder erreichten. Und wenn es illegal ist, diese Lieder zu singen, nun, dann gibt es nicht mehr viel, was man erzählen kann. Das hier ist eine private Veranstaltung und deshalb gibt es keine Probleme mit dem Gesetz. Aber ich möchte jeden einzelnen von Ihnen daran erinnern, Gouverneur Roosevelt bei der bevorstehenden Wahl zu unterstützen. Mrs. Roosevelt und er sind große Kunstliebhaber und er wird Vorstellungen wie diese für alle wieder frei zugänglich machen. Gibt es irgendetwas, das der weiße Mann tut, das Sie als beleidigend empfinden? Ich glaube, das Einzige, was die Indianer verärgert, ist, dass der weiße Mann hervorragendes Getreide anbaut und niemals darüber singt. Entschuldigen Sie. Bemerkenswert. Vielen Dank. Clyde Fisher. Theater. Ja, natürlich. Das hat doch was zu tun mit dem Sonnenaufgang, ja? Überbringer des Morgens. Oh ja, wundervoll, wundervoll. Woher wissen Sie das? Oh, eigentlich bin ich Professor, aber ich blieb immer ein Student der indianischen Kultur. Und was unterrichten Sie? Also meine große Liebe ist die Astronomie. Aber ich lehre auch Zoologie, Paläontologie, Anthropologie, Geologie. Langweilig Sie? Nein. Nein, es ist ziemlich beeindruckend. Was löste Ihr Interesse an der indianischen Kultur aus? Ich war auf einer Expedition durch den Westen und wurde von einem Sioux-Stamm adoptiert. Mein indianischer Name, auch wenn seine Symbolik bei weitem nicht an Theater heranreicht, ist trotzdem passend. Sie nannten mich der, vor dem Bären Angst hat. Sie waren umwerfend. In der Tat. Vielen Dank. Dr. Fisher? Ma'am, ich hoffe sehr, Sie und Ihren Gatten morgen im Naturhistorischen Museum zur Eröffnung des Planetariums zu sehen. Es ist nur eine kleine Veranstaltung, die auch für die Allgemeinheit geöffnet ist. Das werde ich um nichts in der Welt verpassen. Wundervoll, wundervoll. Ich darf die Ladies nun alleine lassen. Ihre Vorstellung war absolut atemberaubend.
Ich habe noch nie so viel tiefe Ausdrucksstärke erlebt. Das war hervorragend, absolut glänzend, meine Liebe. Ein Bote hat das abgegeben. Es ist vom Casting Service. Danke. Ah, ich hab sie bekommen, ich hab sie! Hey, was hast du bekommen? Eine echte Rolle, eine Rolle auf dem Broadway! Was? Hier steht The Red Poppy. Es beginnt am 19. Dezember. Es ist nicht die Hauptrolle, aber es ist eine große Nebenrolle. Völlig egal! Das ist wunderbar! Das müssen wir feiern. Was machst du morgen? Ja, das Naturhistorische Museum. Möchtest du mitkommen? Ich passe. Aber wenn ich heute Abend nach Hause komme, dann feiern wir. Bei der Planung des Planetariums hat sich mir die Frage gestellt, wie kann ich einen der schwierigsten Fachbereiche, die man nicht anfassen bzw. berühren kann, verständlich machen? Und das nicht nur jedem Mann und jeder Frau, sondern auch jedem Kind. Heute Abend werde ich Ihnen Zugang zu diesem Rätsel verschaffen und es Ihnen erklären. Aber zuerst möchte ich Ihnen sagen, wie viel es mir bedeutet, Sie heute Abend hier zu sehen. Ich bin vor etwa 2 Jahren durch Deutschland gereist und hatte das große Glück, dort einem Mann namens Carl Zeiss zu begegnen. Woher wissen Sie so viel? Ich liebe es zu lernen. Genau jetzt bewegen wir uns mit einer Geschwindigkeit von 600 bis 700 Meilen in der Stunde vorwärts, wenn man von der konstanten Rotation der Erde ausgeht. Warum das Momentum vergeuden, wenn ich das sagen darf? Ehrlich gesagt, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Es ist zwingend erforderlich, den Menschen den Blick für neue Dinge zu ermöglichen. Unwissenheit erzeugt Angst. Und der einzige Weg, sie zu besiegen, besteht darin, das Unbekannte bekannt zu machen. Ich glaube, dem kann ich zustimmen. Ich würde sagen, mehr als zustimmen. Jedes Mal, wenn Sie die Bühne betreten, bringen Sie Licht in die dunkle Welt. Oh, Verzeihung. Ich führe Gespräche. Im Freien, in so einem Camp für schwer erziehbare Jugendliche. In Bear Mountain, oben im Norden. Sie kommen aus armen Familien, aber ihr Verstand ist wie ein Schwamm. Das könnte vielleicht das einzige Stück Natur sein, das Sie je zu sehen kriegen. Könnten Sie sich vorstellen, vor Ihnen aufzutreten? Also, das klingt großartig, aber ich wurde gerade erst für eine Rolle auf dem Broadway engagiert. Herzlichen Glückwunsch! Ha! Das ist wundervoll. Wundervoll! Es ist meine erste Rolle, deshalb muss ich mich darauf konzentrieren. Nein, natürlich. Dann vielleicht ein andermal. Das ist wundervoll. Darf ich Sie zur Feier des Tages zum Essen einladen? Gern, sehr gerne. Perfekt. I'm fascinated by the lights of your infatuated. Enchanted by you more each day. The sun is shining in a brighter way. This feeling washes over me, and I hum along with the birds and bees. Perhaps it's you, my missing puzzle piece. I'm fascinated by you. Fascinated by you. Let's come out of the blue. I'm fascinated.
fascinated by you. Darf ich stören? Ja. Da draußen ist immer noch die Hölle los. Es ist ein wahnsinniger Erfolg. Du warst großartig. Wie fühlt sich das an? Ich dachte, ich wäre etwas fröhlicher. Wie meinst du das? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich so leer, als würde mir etwas abgehen. Muss wohl der leere Magen sein. Gut möglich. Ich habe uns einen Tisch im Restaurant reserviert. Das sollte helfen. Glaubst du, wir könnten wohin gehen, wo ich nicht denken, spielen oder reden muss? Ja, natürlich. Da läuft ein Film, ein Cartoon, gleich gegenüber. Dunkler Raum, bewegte Bilder, Musik, Popcorn, hoffentlich. Das ist perfekt. Ich kann die Emotionen gar nicht beschreiben. Die letzten paar Töne schwappten wie eine Welle über das Publikum. Und das war... Wie soll ich sagen? Was ist? Ist alles in Ordnung? Ja, ich dachte, ich hätte da was gesehen. Hast du den Baum gesehen? Lass uns gehen. Tut mir leid. Nein. Nicht dir muss es leid tun. So sehen Sie mich. Es war ein Cartoon. Es war ein dummer Cartoon. Über einen dummen Indianer. Nicht über dich. Ich war so dumm zu glauben, dass ich zum Broadway kommen und alles verändern könne. Wieso wolltest du Schauspielerin werden? Um in die Rollen anderer zu schlüpfen? Nein. Warum dann? Weißt du, wie ich die Astronomie für Erwachsene interessant gemacht habe? Indem ich sie für Kinder interessant gemacht habe. Wenn ein Kind sie verstehen kann und Gefallen daran findet, kann das ein Erwachsener auch. Und worauf willst du hinaus? Du musst weg von hier. Du musst weg von hier. Erinnerst du dich an das Camp, von dem ich dir erzählt habe? Lass uns das machen. Gleich dieses Wochenende. Ich weiß nicht. Ich sage meine Verabredung am Freitagmorgen ab und fahre dich selbst dorthin. Wenn ich bei meinem vollen Terminkalender Zeit für eine Reise in die Berge nehmen kann, dann kannst du das auch. Es wäre ein wundervolles Erlebnis. Ich möchte mich auf den Broadway konzentrieren. Vielleicht geht es nicht darum, was du tun willst. Vielleicht geht es darum, was du tun musst. Dann brauche ich ein Kanu. Musik.
Bist du bereit? Ja. Oh, Moyage! Ertrinke nicht, du großer Abenteurer! Wir sehen uns am anderen Ufer des Sees. Chickasaw-Indianerin und komme aus Oklahoma. Und ich bin auch eine Geschichtenerzählerin. Indianer sind die Ureinwohner dieses Landes und gehören hierher. Alles, was sie lernen, lernen sie von der Natur. Danke für diesen Tag. Das war ein Feiertag für meine Seele. Auch für mich. Komm mal her. Was soll ich mir ansehen? Oh, es ist ein Himmelszeichen. Oh, wirklich? Wie hast du das da reingesteckt? Das ist aber keine Antwort. Meine geliebte indianische Prinzessin, willst du mich heiraten? Ja. Ich meine nein. Nein? Du musst meinen Vater fragen. Dann lass uns fahren. Oh, du kennst meinen Vater nicht. Mein Schatz, ich habe bei Minusgraden in Lappland übernachtet. Ich schwamm mit Krokodilen und Piranhas in Peru. Ich bin in den Krater eines heißen Vulkans geklettert. Ich glaube, ich kann sagen, Clyde, dass ich auch... Du kennst meinen Vater nicht. Ich fahre besser voraus und ebne den Weg. Hey, wo ist Daddy? Er fühlt sich nicht besonders. Er liegt im Bett. Was? Ich kann es immer noch nicht fassen. Drei Männer kamen in Daddys Laden und beklauten ihn. Sie nahmen nur Dinge mit, die mit unserer Kultur zu tun haben. Was hat der Sheriff gesagt? Schatz, die Regierung hat das angezettelt. Da geht's ums Gesetz indianischer Verstöße. Das war zu viel für sein Herz. Aber er ist ein Thompson. Er wird's überstehen. Ich werde Clyde sagen, dass er nicht kommen soll. Wenn es dir ernst ist mit diesem Mann, dann müssen wir ihn kennenlernen. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Hi, Daddy. Die Regierung soll sich schämen.
Das ist nicht richtig. Nun, das ist nichts Neues, mein Liebes. Brauchst du irgendetwas? Ja, Wasser. Danke. Okay. Was wird jetzt aus dem Laden? Nichts. Ärgerlich ist, dass diese Körbe von Hiesigen gemacht wurden, die das Geld brauchen, um Essen auf den Tisch stellen zu können. Hast du schon Pläne für die Zeit hier? Miss Davis hat eine kleine Vorstellung in einer lokalen Schule organisiert. Ich hatte gehofft, dass Onkel Doug und Tante Betty auch kommen könnten. Oh, die beiden wären sicher begeistert. Und vielleicht kann Daddy auch zusehen, wenn er sich etwas besser fühlt. Ja. Ja, wenn es ihm besser geht. Okay. Ist sie verrückt? Sie kann doch jetzt keine Werbung für unsere Kultur machen. Für sie jedoch ist es der richtige Zeitpunkt. Es wird nur noch mehr Ärger bringen. Warum kann sie sich nicht einen normalen Job suchen? Sie wird auftreten. Ich wollte dich nur fragen. Ich muss es nicht sehen. Verstehe. Hi. Vom ersten Moment an, als ich sie spielen sah, wusste ich es. Bei mir braucht das Schicksal etwas länger, bis es mich erreicht. Im Vergleich zu den Reisen, die sie sonst unternehmen, war die hier ja wahrscheinlich ein Klacks. Mr. Thompson, ich bin Clyde Fischer. Vielleicht hättest du es mit der vor dem Bären Angst hat versuchen sollen. Ich denke, wir versuchen es lieber von Mann zu Mann.
kann nichts verstehen. Ja, und deshalb, Mr. Thompson, bitte ich Sie um Ihren Segen und halte um die Hand Ihrer Tochter Mary an. Wie alt sind Sie? Ich bin 17 Jahre älter als Sie. Die weißen Haare hatte ich schon früh. Sie wollen meine Tochter heiraten? Ja, Sir. Ich möchte, dass Sie was für mich tun. Was Sie wollen. Sie gehört hierher. Sorgen Sie dafür, dass sie mit diesen Reisen quer durchs Land aufhört. Wenn alles stimmt, was Sie sagen, und Sie für sie sorgen können, dann kann sie sich niederlassen. Ruhig und normal. Hier. Bei Ihrem Volk. Sir, ich glaube nicht, dass wir von derselben Frau sprechen. Ich wäre nicht in der Lage und würde es auch nicht wollen, Mary Frances Vorschriften zu machen. Meiner Meinung nach wäre das ein völlig aussichtsloses Vorhaben. Ja. Jetzt sprechen wir von derselben Frau. Mr. Thompson, Ihre Tochter hat ein großes Talent. Sie kann der Welt die Augen öffnen. Über die Chickasaws, über alle Indianer. Indem sie einfach Geschichten erzählt. Haben Sie sie jemals spielen sehen? Das hier ist Ihr Zuhause. Und sie wird immer wieder nach Hause kommen. Wenn sie mich auch nur halb so sehr liebt wie Sie, macht mich das zum glücklichsten Mann der Welt. Ich erwarte nicht, dass Sie meine Frage sofort beantworten. Und ich werde auf Ihre Entscheidung warten. Und ich werde sie akzeptieren. Und? Noch keine Antwort. Noch nicht. Also, ich bin stolz auf dich, der vor den Bären Angst hat. Warum macht ihr nicht eine Ausfahrt und ich rede mit dem alten Papa Bär? Ich kenne genau den richtigen Ort. Es ist wunderschön hier. Schon als Kind war dieser Platz hier mein Rückzugsort. Vor langer Zeit suchten meine Leute einen Ort, den sie zu Hause nennen konnten. Vor ihnen lief ein großer weißer Hund. Offie Toby. Offie Toby? Mhm. Er lief ihnen weit voraus, immer auf der Hut, und er warnte sie vor jeglicher Gefahr. Er war ihr Beschützer, und dann eines Tages sind sie alle an einen großen Fluss gekommen. Sie nannten ihn Misha Sipukuni. Der Mississippi. Mhm. Ihr Zuhause war am anderen Ufer des Flusses. Es war ihnen klar, dass ihre Heimat vor ihnen war, auf der anderen Seite des Misha Sipukuni. Also bauten sie schnell Flöße, um ihn zu überqueren. Das erste Floß schickte eine Gruppe von Männern und den geliebten weißen Hund rüber. Aber das Floß brach auseinander. Alle Männer schafften es zum anderen Ufer. Aber der geliebte weiße Hund stand stolz auf dem treibenden Holz und entschwand mit der Strömung des Flusses. Haben Sie herausgefunden, was mit dem Hund geschah? Nein. Aber manche sagen,
Man kann ihm immer noch dabei zusehen, wie er unsere Leute leitet. Es tut mir leid, dass ich dich töten musste, mein kleiner Bruder. Aber ich brauchte dein Fleisch. Ich werde deinen Mut ehren. Deinen Mut. Deine Stärke. Und deine Schönheit. Jetzt werde ich euch eine Geschichte erzählen, die mein Vater mir erzählt hat, als ich noch klein war. Es gibt Vögel in vielen Farben. Rot, blau, grün und gelb. Und dennoch sind sie alle Vögel. Es gibt Pferde in vielen Farben. Hellbraun, dunkelbraun, schwarz und weiß. Und dennoch sind sie alle Pferde. Genauso ist es bei Rindern. Genauso ist es bei den Menschen. In diesem Land, in dem einst alle Indianer waren, gibt es jetzt Menschen jeglicher Hautfarbe. All das war der Wille des großen Geistes. Vergessen Sie nie, wer Sie sind, Theater. Der Broadway wird weiterhin rufen, Hollywood auch. Aber Sie erzählen die Geschichte, die nur Sie erzählen können. Ich lasse Sie nicht im Stich. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Sie tun es für Sie, meine Liebe. Ich danke Ihnen für alles. Oh. Und dir danke ich auch. Wofür? Dass ich ich selbst sein darf. Sag deinem Vater alles Gute. Das werde ich. Und sobald es ihm besser geht, komme ich zu dir, mein Liebling. Ich freue mich schon auf beides. Und schreib... Verzeihung. Schreib mir. Jeden Tag. Deine Briefe bedeuten mir alles. Oh, beinahe hätte ich vergessen, dir das hier zu geben. Nachrichten von Margaret. Ich liebe dich, meine Prinzessin. Und ich liebe dich, der vor dem Bären Angst hat. Einsteigen! Alle einsteigen!
Wie geht es Daddy? Letzte Nacht ging es ihm nicht gut. Ich könnte schwören, er hat geweint. Soweit ich mich erinnere, hat er noch nie geweint. Ich weiß. Ich mache mir Sorgen. Was ist denn? Vom Weißen Haus. Präsident Roosevelt. Oh, das ist in weniger als einer Woche. Komm her. Ich wurde eingeladen zu einem Dinner ins Weiße Haus. Zu Präsident Roosevelt. Ich soll dort auftreten. Aber ich werde nur hingehen, wenn du mir versprichst, nicht zu sterben. Sonst werde ich hierbleiben. Dir. Als du aufs College gegangen bist, hat mir das nicht gefallen. Und diese Tour im Sommer hat mir auch nicht gefallen. Pittsburgh schon gar nicht. New York auch nicht. Aber ich würde es mir nie verzeihen, wenn du nicht ins Weiße Haus gehen würdest. Es tut mir leid. Erinnerst du dich an das erste Stammesfest, zu dem ich dich mitgenommen habe? Der Älteste nahm dich zur Seite und sagte: Idnaschko, Shikonopa, Ishanole. Ich erinnere mich. Er sagte, dass du eines Tages die Geschichtenerzählerin werden wirst. Tief in meinem Inneren wusste ich, dass er recht hatte. Aber ich hatte Angst. Es war egoistisch. Ich wollte dich nicht mit anderen teilen. Als du noch klein warst, ist dein Onkel Doug nach Washington gefahren, weil sie versuchten, uns loszuwerden. Und jetzt wirst du dorthin zurückkehren und ihnen zeigen, dass wir noch leben und dass es uns gut geht. Und dass die Chickasaw nicht bezwungen wurden und nicht zu bezwingen sind. Und dann komm nach Hause. Wir müssen die Hochzeit vorbereiten. Ich bin so erfreut, dass Sie das Wochenende mit uns im Weißen Haus verbringen werden. Ich schlafe hier? Hat man Ihnen das nicht gesagt? Wir haben Lincolns Schlafgemach für Sie vorbereiten lassen. Verzeihen Sie, Mrs. Roosevelt. Sie sehen einfach hinreißend aus. Senator Judd? Theater. Bei meinen Leuten sind Sie ein sehr bekannter Mann. Ihren Leuten? Das werden Sie noch früh genug herausfinden, Senator.
Ich werde ihm jetzt ihr Zimmer zeigen. Dieser Abend wäre ohne Sie nicht vollkommen. Ruhen Sie sich vor dem Auftritt heute Abend ein bisschen aus, meine Liebe. Mrs. Roosevelt, ich möchte Danke sagen für alles. Für meine Freunde heiße ich Eleanor. Lincoln, es ist ein Indianermädchen im Weißen Haus. Und es ist richtig, dass sie hier ist. Mein Name ist Theater, Überbringer des Morgens. Ich bin eine Chickasaw und ich bin eine Geschichtenerzählerin. Und das ist die Geschichte meines Volkes. Vor langer, langer Zeit vereinte der große Schöpfer zwei Brüder, die Choctaw und die Chickasaw. Die Brüder suchten nach neuem Land und reisten unter dem Schutz von Offi-Tobi, dem weißen Hund. Die beiden Stammesbrüder trugen den heiligen Pfahl mit sich, der ihnen den Weg wies. Am Ende fanden sie neues Land und der eine Bruder Chickasaw ging in die eine Richtung und sein Bruder Choctaw in die andere. Und dann gründeten die Stammesbrüder zwei mächtige Nationen und sie sangen ein Lied. Weist uns den guten Weg. Durch unsere Vorfahren erinnert er uns daran, wie all die Schönheit entstanden ist. Meh, Yumakila. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Stir my heart. Show me the way. Let me feel. End of the day, warm wind blows, carries me home. You help me see that I don't walk alone. No, I don't walk alone toward the rising. Sun, walk into worlds to live as one. Hear our voice, join our song. A new dawn has come. Down.
Musik.